Ich möchte euch willkommen heißen zu einem weiteren Video MKSF präsentiert. Heute soll es um mein neuestes Foto gehen vom Ernst-Thälmann-Denkmal. Der Titel hat es eh schon verraten. Bevor ich anfange, das Setup, ich glaube, man erkennt es. Hier steht ein Karton. Der ist von meiner Birne oder einer von den Birnen von meiner Beleuchtung. Leider spiegelt die sich auch so ein bisschen hier. Aber aus dem Winkel, ich wollte jetzt einfach anfangen. Ich drücke jetzt mal noch einmal hier rauf. Und noch ein zweites Mal. Hoffen wir mal, dass es jetzt dann auch so bleibt. Ich habe jetzt nichts weiter eingestellt. So viel dazu. Ja. Ja, Ernst Thälmann, ich bin schon länger hinter dieser Thematik. Ich hatte mal wieder Bock auf so ein Video, wo einfach auch ein bisschen Geschichtliches mit drin ist. Kurzes, informatives Video. Und ich hatte schon im Dezember, ich müsste jetzt die Files mal checken, aber ich habe das im Dezember auf jeden Fall schon mal versucht. Mitte, Ende Dezember. Und an dem Tag, es war ein Samstag, bin ich relativ spontan doch noch hingefahren. Und das ist ja an der Greifswalder Straße im Prenzlauer Berg, relativ weit weg. Kommt natürlich darauf an, wo man wohnt, aber für mich schon recht weit weg, wie eine kleine Weltreise. Und das macht man nicht einfach mal so. Also jetzt jedenfalls nicht ich. Naja, aber ich habe mich dann doch an dem Tag einfach dazu entschieden, das zu machen. War ein bisschen überhastig, denn an dem Tag war es doch recht kalt. Es hat sogar geschneit. Waren jetzt nicht die besten Begebenheiten. Aber ich hatte einfach Bock und dann wollte ich einfach los. Und dann war ich da und dachte mir, naja gut, jetzt machst du was draus, so gut es geht. Es war dann doch nicht die beste Entscheidung. Zum einen war der Himmel ziemlich ausgebrannt. Das heißt, man hat gar keine Wolken gesehen. Das war naturbegeben. Also nicht, weil man jetzt irgendwie einen Fehler mit der Kamera gemacht hat, wie es einige machen, sondern weil man einfach, das war einfach so. Wenn ich jetzt rausgucke, ich sehe auch keine Wolken. Aber ich hasse das. Ich mag immer gerne so, wenn Wolken zu sehen sind. Das macht so ein, das gibt einfach, das ist das Natürliche eigentlich, was man gewöhnt ist, wenn man in den Himmel schaut und gehört, finde ich, auch zu Fotos eigentlich dazu. Und ausgebrannt kann natürlich auch sein, wenn jemand zum Beispiel die Blende zu weit offen hat, das nicht merkt. Das Bild ist eigentlich viel zu hell und dann siehst du halt die Wolken nicht zum Beispiel. Ne? Das ist auch ausgebrannt, ausgebrannter Himmel. Ich hasse sowas. Siehst du häufig auch im Fernsehen, weil die drauf scheißen. Also wenn die zum Beispiel News machen oder so, da geht es halt nur um die Informationen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich ja dann doch angefangen, aber hinterher hat es mir dann nicht gefallen. Weder das Video noch das Foto, was ich auch schon mal gemacht hatte. Da habe ich auch lange gesucht, ja, lange gesucht. Nach was habe ich gesucht? Nach einer guten Perspektive. Ich bin ja, ich möchte jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen bekannt dafür auf jeden Fall. Zumindest die paar Leute, die mich noch kennen oder kannten in meinem Leben. Oder sagen wir mal so, die sich vielleicht mal dafür interessiert haben, was ich mache. Die wissen, Schwarz-Weiß, Perspektiven, das ist einfach mein Ding. Man muss ja irgendwie so ein bisschen seine Schiene finden und das hat mir schon immer gefallen. Und irgendwann habe ich mich stetig darauf reingearbeitet, immer mal wieder. Und das ist so mein Ding. Ich sehe das, ich habe ein Gefühl dafür und das macht mir Spaß. Und so sind für mich auch Videos, Fotos interessanter. Ja, wie ich immer sage, ein Foto hat auch Ebenen, also vielleicht kann man auch im Englischen Layers sagen, Depth, also Tiefe, ja. Und jetzt hast du da so ein steinernes Monument, ja, das steht da wie so ein Kasten, was vier Seiten und eine freie Fläche. Also es gibt nicht wirklich Angriffspunkte. Wie kann man das jetzt schön in der Perspektive setzen? Ich bin da rumgerannt, habe geguckt, gemacht, es war kalt, ich hatte schon gar keine Lust mehr eigentlich, obwohl ich immer nicht so schnell aufgeben möchte, aber ich hatte dann doch keinen Bock mehr. Und ich habe das Video, habe ich dann auch nur so kurz immer abgelesen und das war alles nicht so doll. Und da irgendwie versucht ne, das Monument halt aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, aber ich habe das dann direkt schnell gestrichen, auch schon im Kopf. Ich habe das zwar beendet, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und das Foto, dann bin ich dann kurz bevor ich zum Auto gegangen bin, dachte ich mir, okay, ich probiere jetzt noch eine Sache. Und wie man hier erkennen kann, sind das Stufen, also es gibt davor auch schon Stufen, aber die Stufen etwas näher dran zu dem Monument. Und hier an der Seite, also hier sind sozusagen die Stufen, ne? Und da an der Seite ist halt so ein Randstein, der so schräg hochgeht. Und das ist genau dieses Ding. Und hier hast du die Stufe. Und hier sitzt das Monument. Hier auch die Hochhäuser. Soweit ich das verstanden habe, diese ganze Parkanlage und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Häuser auch dazugehören, aber zumindest die Parkanlage, das Monument, ist ja alles unter Denkmalschutz. Also ist das ein festes Bild, was sich wahrscheinlich so schnell nie ändern wird. Es sei denn, es wird natürlich renoviert oder so, also neu, nur schön gemacht. Und ich bin jetzt keiner, der sich wirklich selber jemals großartig auf die Schulter klopft oder über sich selber großartig redet. Gut, jetzt macht man es hier. Ich rede natürlich gerne mal über meine Fotos oder Texte, ist ja klar, weil sonst, naja. Aber ich bin niemand, der jetzt ständig
anderen in den Ohren liegen würde. Boah, guck mal, nee, also ich habe das gemacht, dann mache ich irgendwas damit und dann ist auch gut, ja. Aber in dem Fall, ich habe mich selber gefreut, denn ich bin dann da so runter und das macht mir eher meistens Spaß, wenn man dann so irgendwie in der Schräge irgendwo liegt halb und guckt und macht und sucht, dass man den Ausschnitt findet. Das ist ja auch so ein Ding, schönen Ausschnitt finden, auch der goldene Schnitt spielt da mit rein, wobei der, ach, siehst du, da geht's ja schon los. Wobei das ja eigentlich so eine natürliche, ne, so eine natürliche Wahrnehmung ist, finde ich jedenfalls. Auch wenn das genau mathematisch ja eigentlich unterteilt ist, diese Zahl Phi und so. Also einfach der goldene Schnitt. Aber gerade so Bildausschnitt und einfach so die, also wie gesagt, wenn man sich das Bild so anguckt und ich will jetzt nicht, habe ich mal eine Story kurz gemacht vor 2 Tagen oder so oder gestern war es, habe ich mal so ein, ich habe einfach kurz einen Google Search gemacht. Von Ernst Thälmann denkt man, da gibt es halt auch viele Fotos, wo einfach irgendwelche Hobbyleute mit ihrem Handy oder mit einer Kamera, weiß ich wie, ne, ein Foto gemacht haben. Und die meisten stellen sich einfach frontal davor und da war genau das eine dabei. Flach. Also flach heißt erstmal, du hast keine Tiefe im Bild. Einfach nur von vorne flach. Langweilig. Finde ich jedenfalls, ja. Himmel ausgebrannt. Das Bild war auch, was ich da gezeigt hatte als Vergleich. War auch zu hell gestellt. Du hast es auf dem Bild gesehen. Es war einfach überbelichtet und dadurch auch der Himmel ausgebrannt. Weil es gab eine Stelle, da konntest du eine Wolke erkennen. Das heißt, wenn man ein bisschen, hätte es bestimmt noch nachbearbeiten können, aber direkt vor Ort auch, wenn du die Blende ein bisschen geschlossen hättest oder auch meinetwegen die Belichtungszeit, hättest du direkt mehr rausgeholt. Aber dieses gerade davor stehen, aber da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn du dich gerade davor stehst, aber davor stellst, aber aus einer gewissen Achse das machst, ja, aus einem gewissen Gradwinkel, könnte es anders wirken. Wenn du es zum Beispiel von, schräg von unten hoch versuchst, habe ich auch probiert, hat aber nicht so gut ausgesehen, fand ich. Plus dem ausgebrannten Himmel hat mir es nicht gefallen. Aber dann kannst du so ein Monument natürlich noch viel größer wirken lassen. Wow. Boom. So. Bei mir war aber jetzt die Idee gewesen, halt, ich bin darauf noch am Ende schnell gekommen, habe ich ja gerade erzählt. Und fand das so eigentlich ganz cool, dieses massige Monument nicht so heftig in den Vordergrund zu stellen. Und das ist auch gar nicht irgendwie. Da geht es ja überhaupt nicht. Ich habe mit dieser DDR-Zeit nie was zu tun gehabt. Das ist der ehemalige KPD-Führer gewesen. Und für mich ist es alles Geschichte. Also, hat hier nichts mit ansatzweise irgendwas politisch zu tun oder so. Das ist einfach nur eine Darstellung der aktuellen, dieses aktuellen, wie das Denkmal aktuell aussieht. Aber ich habe dann halt cool gefunden, dass es eben nicht so massig im Vordergrund steht, sondern so ein bisschen dezent am Hintergrund. Und das Coole ist, wenn du es natürlich bei Instagram bei mir siehst, denkst du so, was, wieso ist das da so? Je größer es wird, also je größer, das kann man jetzt hier schlecht machen, aber zum Beispiel einen größeren Bildschirm oder am Fernseher oder was auch ich, was auch immer, oder du zoomst auch mal ein bisschen rein, aber du kannst auch halt, wie gesagt, größer ziehen in der richtigen Proportion, rückt es immer weiter nach vorne und wird dann auch automatisch wieder größer und wirkt nochmal direkt anders. Also das ist ganz spannend, finde ich jedenfalls. Gut, Schwarz-Weiß ist ja sowieso meine Welt, habe ich auch schon besprochen, erzählt. Ist einfach mein Stilmittel. Ich kann auch, klar, Farbe, aber ich mag das nicht so gerne. Wenn dann entsättigt, bin ich auch noch ein Fan. Hatte ich ja beispielsweise bei den Ukraine-Fotos gemacht. Warum? Weil ich natürlich wollte, dass man von den Flaggen schon noch so ein bisschen Farbe erkennt. Und sonst einfach schwarz-weiß. Das ist, mir gefällt das einfach besser. Ja? Schwarz-weiß hat klare Kontraste. Schwarz-weiß ist immer relativ, du bist nicht so abgelenkt mit tausend anderen Sachen. Sondern du bist direkt auf dem Motiv im Endeffekt. Im besten Falle, wenn jemand sich das anguckt. Und somit finde ich jedenfalls, habe ich eine coole Möglichkeit gefunden, dieses Denkmal, ja, von Ernst Thälmann, geschaffen von Leev oder so, Kerbel, ja, als Bild mal festzuhalten. Ich mache nie großartig Google Search oder sonst irgendwas vorher, weil ich mich überhaupt nicht beeinflussen lassen will. Also weiß ich nicht, wie viele tausend Bilder es geben mag. Aber ich vermute mal, so aus dieser Perspektive wird es keins geben. Somit hat man vielleicht doch eins gefunden, was noch nicht so häufig vorhanden ist. Im Gegensatz zu anderen, die frontal oder wie auch immer. Ne? Und so finde ich jedenfalls, dass man halt ein Bild interessant machen kann. Das heißt, man guckt sich das an und denkt, wow, da sind verschiedene Layer, wie gesagt, Ebenen. Tiefe ist auf jeden Fall drin. Ein schöner Bildausschnitt. Headroom auch nicht zu hoch. Headroom nennt man das. Von oberster Bildkante zum
Meinetwegen, da steht ein Mensch, dann bis zum Kopf oben oder halt bis zu dem Denkmal oder jetzt das Haus in dem Fall. Ne, das ist der Headroom. Wenn der jetzt so groß wäre, würde das Bild richtig beschissen wirken. Manche machen das als Stilmittel. Kommt drauf an, aber ich mag es nicht gerne. Also das heißt, Headroom ist auch okay, finde ich jedenfalls. Und hier auch nach da. Hier habe ich auch nochmal, und das war auch der zweite Grund. Zum einen war der Himmel ausgebrannt. Und zum anderen hatte ich diesen Randstein. Hat mir der Anschnitt vom Randstein nicht so gut gefallen. Das sind alles so kleine Details, die machst du einfach direkt, wenn du das Foto, ne, da kommst du rein, findest das Motiv und bam, dann gehen diese ganzen Prozesse los, wie du dir das direkt in dem Moment vorstellst. Das ist immer ein geiles Ding dann. Das kann man nachvollziehen, wie man das halt selber auch macht. Und ja, und so finde ich das ganz cool. Ja, Ernst-Thälmann-Denkmal, ich möchte da das Video dann auch machen demnächst, wenn ich da mal wieder hinkommen sollte. Wie gesagt, für mich ist es echt schon ziemlich weit. Und hab hier auch, wow, er hat mal was richtig vorbereitet. Ja, ich habe mir mal wirklich mal die Informationen rausgeschrieben und dann auch so ein bisschen die Einstellung schon aufgeschrieben, so wie man es früher eigentlich auch gelernt hat. Klar, dass man halt direkt vor Ort weiß, ich mache jetzt die Einstellung und muss nicht erst überlegen. Und hab mal Lust, das so zu machen und so ein bisschen wiederzugeben. Und dann werde ich das vielleicht als nächstes Video dann rausbringen. Mal gucken. Ich hoffe, da besteht Interesse, wäre natürlich ganz cool. Man kann gerne einen Kommentar natürlich wie immer da lassen. Jetzt ist mir zum Ende hin noch ein kleiner Fehler passiert, der immer wieder mal passieren kann, wenn man voll drin ist. Plötzlich war der Akku leer. Scheiße. Scheiß Amateur. Nee. Dumm gelaufen. Ich war gerade dabei, glaube ich, zu sagen, wenn man möchte, kann man ein Like geben. Wenn man möchte, kann man Daumen hoch geben. Like, Daumen hoch geben? What? Wenn man möchte, kann man Daumen hoch geben. Wenn man möchte, kann man kommentieren, ja. Wäre ganz interessant. Ansonsten, ja, eventuell als nächstes Video dann das Ernst-Thälmann-Video. Mal schauen. Wenn nicht, kommt halt was anderes. Bis dahin, MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.